Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur als nächste Rednerin, sondern auch gleich als einzige Rednerin, denn es ist ja schon ganz interessant, dass zum Thema Frauenförderung eine einzige Frau spricht. Eine Frau. Und dahingehend würde ich sagen, vielleicht hätte der Debatte auch eine gewisse Frauenquote gut getan. Und da wir jetzt schon so viel über, also gegen den Frauenbeauftragten der SPD-Fraktion, Thomas Stotko, ist heute wirklich nichts zu sagen. Nein, auf keinen Fall. Aber trotzdem will ich als Frau auch die Gelegenheit nutzen, vielleicht noch auf ein paar frauenrelevante Aspekte einzugehen. Denn nachdem wir jetzt so viel von der Benachteiligung der Männer gehört haben, wollen wir doch noch mal auf ein paar tatsächliche Fakten auch zum Thema Benachteiligung von Frauen eingehen. Wenn Sie, Herr Witzel, sich die Mühe gemacht hätten, auch mal die Berichte zur Umsetzung des LGG sich anzugucken, zu lesen, zu verstehen, nachzuvollziehen, dann wüssten Sie, dass wir auf der einen Seite einen sehr positiven Effekt haben, nämlich, dass der öffentliche Dienst scheinbar sehr attraktiv für Frauen ist. Das ist gut, denn der Anteil an Frauen im öffentlichen Dienst steigt kontinuierlich und das ist begrüßenswert und gut. Aber, und jetzt kommt das, wo der Handlungsbedarf daraus entsteht. Und diesen Teil haben Sie vermutlich nicht gelesen oder wollen ihn nicht zur Kenntnis nehmen. Denn der vierte Bericht zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes weist darauf hin, und ich zitiere, die Verteilung von Frauen auf die Besoldungs- und Entgeltgruppen der Laufbahn weist klar auf strukturelle Benachteiligungen hin. Sowohl im gehobenen als auch im höheren Dienst nehmen die Frauenanteile mit zunehmender Besoldungs- und Entgeltgruppe systematisch ab. In den Spitzenpositionen der Laufbahngruppen herrscht dementsprechend durchweg Unterrepräsentanz. Und liebe Kollegen von CDU und FDP, dann frage ich Sie jetzt ganz ehrlich, was gedenken Sie denn für die vielen frustrierten Frauen zu tun, die in diesem Land seit Jahren an die gläserne Decke stoßen? Nichts gedenken Sie zu tun. Gar nichts. Und dieser Handlungsbedarf, der hier wohl eindeutig aufgezeigt ist, versucht diese Landesregierung Rechnung zu tragen und tut es mit dem hier vorgelegten Gesetzentwurf. Und der, nun, verfassungswidrig, da kommen wir genau auf den Punkt, über den ich mit Ihnen sprechen möchte. Denn was Sie ja konsequent ignorieren, und das scheint mir bei Ihnen auch systematisch der Fall zu sein, ist, dass Sie sagen, ja, verfassungswidrig, weil Artikel 33 Absatz 2, aber was Sie konsequent ignorieren, ist Artikel 3 Absatz 2, also die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das ist ein Verfassungsgebot, und das Verfassungsgebot der besten Auslese, das steht in keinem Kommentar, ist höher zu gewichten als andere Verfassungsprinzipien. Das sollte auch der FDP bekannt sein. Und damit, weil ich weiß, dass Sie sich das von mir nicht sagen lassen wollen und mir auch nicht glauben, habe ich mal einen anderen Kronzeugen, es wird Sie nicht überraschen, den ich zitieren möchte. Und das ist Professor Papier, ist ja gerade schon angesprochen worden, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts und sicherlich nicht verdächtig, genderwahnsinnige Gefälligkeitsgutachten zu schreiben. Und er kommt zu der Erkenntnis, dass die bisherige Praxis, Herr Witzel, nicht mehr verfassungskonform ist. Das heißt doch im Umkehrschluss, wer konsequent Artikel 3 Absatz 2 ignoriert, der handelt verfassungswidrig. Und Herr Papier kommt zu dem Schluss, dass wir ein Gesetz brauchen, was einen schonenden Ausgleich schafft zwischen Artikel 3 Absatz 2 und Artikel 33 Absatz 2. Und wir sind der festen Überzeugung, dass dieses Gesetz das tut und dass es das auch verfassungskonform tut. Und wenn wir bei der Frage der im Wesentlichen gleichen Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sind, die ja auch immer wieder in Rede steht, weshalb Sie konsequenterweise sagen, in diesem Land werden jetzt nur noch schlechtere Frauen befördert und die besseren Männer gucken alle in die Röhre. Hören Sie auch da mal zu, auch da würde sich ein bisschen fachlicher Input lohnen. Schauen Sie sich die Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes an. Die finde ich zu dieser Fragestellung sehr erhellend. Die kommen nämlich zu dem Schluss, dass auch schon bisher Frauen, die im Wesentlichen gleiche Leistung zu erbringen hatten, und das auch in Zukunft so sein wird, denn die angebliche Mathematisierbarkeit, also die absolute Vergleichbarkeit, ist doch ein Mythos. Wir reden doch nicht davon, wer wie viele Akten bearbeitet hat, sondern richtigerweise geht es doch auch darum, welche Qualität dahinter steckt. Und das ist auch bislang selbstverständlicherweise nur im Wesentlichen. Es geht um eine qualitative und nicht rein um eine quantitative Beurteilung. Und eine Beurteilung kann immer nur im Wesentlichen gleich sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber noch ein Beispiel. Bei der Fragestellung, brauchen wir heute noch Quoten, setzen sich leistungsstarke Frauen nicht ohne dies durch und sollte eine moderne Gesellschaft des Jahres 2016 nicht ohne Quote auskommen? Da reicht doch ein Blick ins Rund. Ein Beispiel aus meiner Fraktion. Die Fraktion der Grünen und die Grünen insgesamt haben seit ihrem Bestehen eine 50-Prozent-Quote, eine feste und starre Quote. Deswegen ist unser Frauenanteil auch der höchste hier im Haus. Ihre
Partei und Ihre Fraktion hat keine Quote, kein Quorum, kein Quötchen, gar nichts. Und deshalb haben Sie einen Frauenanteil von unter 20%. Und das ist exakt ungefähr der, also beziehungsweise nicht exakt, sondern es ist ungefähr der Frauenanteil, den es schon in der Nationalversammlung von 1919 gab. Und so viel zu Ihrer These auch, Herr Stamp. Wir haben darüber beim WDR gesprochen. Dieses Problem wird sich mit der Zeit von alleine lösen. Nein, ohne Quote löst sich gar nichts von alleine. Und deshalb ist dieser Weg richtig und er ist auch verfassungskonform.